Liebe Freunde, heute berichte ich euch davon, wie Weihnachten wirklich entstand. Wie wir alle wissen, naja, fast alle, hat ja das fliegende Spaghetti-Monster alles erschaffen. Und wir als seine Anhänger sind Piraten. Es ist schon lange erwiesen, mit dem Christentum hat Weihnachten ja nichts zu tun. Die haben nur ein altes Fest gekapert und verfälscht, das die Piraten schon lange gefeiert hatten. Wie war es nun wirklich? Wie entstand Weihnachten und seine Bräuche? Dann will ich mal Klarheit und Licht ins Dunkel bringen. Weihnachten ist das Fest alter pastafarianischer Piraten. Die waren nicht, wie Piraten heute, Schurken, die Lösegeld erpressen, sondern sie waren die Robin Hoods der Meere. Sie nahmen den Reichen, um den Armen zu geben, und ganz besonders hatten sie dabei die Kinder im Blick. Übers Jahr jagten sie den Reichen zu Unrecht erworbenes Vermögen ab. Manche Reiche allerdings mit etwas sozialem Gefühl spendeten sogar freiwillig. An das Verschenken ging es dann, wenn die Schifffahrtssaison vorbei war. In der dunklen Jahreszeit gab es ja sonst nicht viel zu tun. So entstand die Tradition des Weihnachtsgeschenkes und der Zeitpunkt für das Fest. Damit die Piraten auch immer den Weg zu den Kindern fanden, machten die ihnen Licht. Leuchttürme konnten die Kinder nicht bauen, aber so ähnlich sollte es schon irgendwie sein. Da kam ein Kind auf den Einfall, einen Schiffsmast mit allen seinen Rahen verkleinert nachzubauen und mit Kerzen zu beleuchten. So ward der Weihnachtsbaum erfunden. Weil die Kinder die Piraten ehren wollten, suchten sie eine Figur, in der sie alle Piraten vereint sehen konnten. Die Uniformen der Piraten wurden zum Umhang. Die langen Pudelmützen, die Piraten im Winter an Land trugen, blieben erhalten. Geändert haben sich die Farben. Die sind nicht, wie viele vermuten, ein Werbegag von Coca-Cola. Nein, nein. Die Farben geben das Rot-Weiß der Leuchttürme wieder. So entstand dann der Weihnachtsmann. Waren die Piraten fertig mit ihrer Geschenkaktion, waren sie rechtfertig stolz auf ihr Werk. Sie trafen sich bei einer oder auch mehreren Flaschen Wein, die Kinder glücklich über ihre Geschenke und die vielen Süßigkeiten, die die Piraten für sie bereitgestellt hatten, sausten munter zwischen den Tischen herum. Das klappte immer ganz prima, bis einmal ein etwas zu schneller Mini-Pirat die Flasche eines Piraten umstieß, so dass der Wein auslief. Da ward er sehr erschrocken und kurz vor dem Weinen. Tröstend erklärte ihm der Pirat deshalb, wie viel Arbeit im Wein steckt, wie schwer die Winzer an ihrem Weinberg arbeiten müssen, der oft nicht mal ihr eigener ist, sondern einem bösen Grafen oder König gehört. Ganz vorsichtig und milde gab er dem Knaben trotzdem die Mahnung auf den Weg: Du musst den Wein achten. So entstand die Fabel vom Weinberg des bösen Herrn und das Wort Wein achten, das später dann durch ein Haar verfremdet wurde. Auch deshalb feiern manche Pastafari heute nicht mehr ihr Weihnachtsfest, sondern ein nudliges Lichterfest. Statt dem Weihnachtsmann kommt dann der Lichterpirat. So, und nun wisst ihr die wahre Geschichte, so wie sie uns Bruder Spaghettos vor vielen Jahren berichtet hat.